So, Luke Ihorst ist bei uns nach dem 1:1 im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98. Luke, als erstes eine Frage aus dem Mannschaftskreis. Darfst du jetzt eigentlich mittlerweile parken, wo du willst? Ja, das muss ich mir heute tatsächlich schon oft anhören. Nee, es war so, dass ich knapp erst vom Trainingszeitpunkt Treffen hier war und ich habe keinen Parkplatz mehr zeitig gefunden und dann habe ich mich schnell hinter, Lulu hat übrigens auch dort geparkt, da habe ich mich schnell dahinter gestellt, weil sonst wäre ich wahrscheinlich zu spät gekommen. Aber ja, kleiner Scherz am Rande. Kommen wir nochmal auf das Spiel und dein Tor. Das war eine für mich gesehen klassische Stürmersituation. Guter Flankenball von der linken Seite von Kerke reingeschlagen und du standst da, wo ein Stürmer stehen muss, am langen Pfosten und drückst den Ball rüber. War es wirklich so einfach, wie es aussah oder wie hast du das Tor erlebt? Ja, also der Torwart stand etwas in der Schussbahn so. Ich wusste nicht ganz, ob der Ball jetzt durchrutscht oder nicht. Und ja, dann ist er durchgerutscht und dann war es jetzt auf jeden Fall nicht das schwerste Tor. Wir mussten halt einfach irgendwie über die Linie drücken. Dann. Es gab ja vorher schon eine Situation, wo Schulen deinen wirklich gut platzierten Schuss klar gehalten hat. Hättest du dir eigentlich auch schon ein Ehrentor gewünscht? Ja, klar. Auch schon in Spielen vorher. Aber zum Beispiel in Heidenheim hatte ich ja auch ein, zwei Chancen. Und ja, bin froh, dass es jetzt geklappt hat. Allgemein deine Meinung zum Spiel. Es war wieder mal ein Geduldsspiel, wieder mal auch ein Spiel, wo wir erst einen Rückstand hinnehmen mussten, aber erneut Moral gezeigt haben. Aus meiner Sicht wirklich ein starkes Zeichen, das für die Mannschaft spricht. Das Spiel aus deiner Sicht, Emma. Ja, also ich glaube, wir kommen gut ins Spiel rein, hatten auch ein, zwei Chancen dann, wo wir gut die Tiefe bespielen. Und ja, dann kommt das Standard-Gegentor, woraufhin Darmstadt gefühlt ein bisschen mehr Druck hat bis zur Halbzeit und ja, ich glaube zur zweiten Halbzeit dann kommen wir eigentlich ganz gut ins Spiel. Klar hatte Heidenheim zwischendurch auch immer noch die eine oder andere Chance, aber hinten hinaus hat sich es angefühlt, als ob wir das Spiel gewinnen hätten können. Wahrscheinlich nicht müssen, auch mit der Chance am Ende noch von Heidenheim, Darmstadt, wo sie noch die Latte treffen mit dem Kopf. Insgesamt, glaube ich, ist sehr gerecht und wir sind gut wieder zurückgekommen. Falls sich ja übrigens gerade jemand gefragt hat, warum du so schmunzeln musstest, Brian Henning und Niklas Schmidt, die standen hier rund um die Kamera verteilt und haben den Luke natürlich so ein bisschen geärgert. Das mal kurz zur Erklärung. Von außen ist es immer so die Beobachtung, gerade so diese Spiele, so wie gestern oder auch in Heidenheim, wenn du nach einem Rückstand zurückkommst. Von außen hat man immer so den Eindruck, das gibt wirklich auch viel Moral mit fürs Spiel sowieso. Gibt euch das als Mannschaft auch, wie soll ich sagen, so ein gewisses, ja, Resilienz ist so ein Wort, aber so ein dieses Gefühl im Sinne von, naja, wir können immer zurückkommen. Wir können trotzdem auch Rückstände egalisieren, egal wie die Spiele bis dahin gelaufen sind. Ist das so ein Gefühl, dass man auch mit in die Woche und in die nächsten Spiele reinnimmt eigentlich? Ja, ich glaube, wir sind jetzt schon bereits über die kurze Zeit sehr nah zusammengewachsen und echt stehen sehr eng miteinander alle und verstehen uns super. Und das merkt man halt auf dem Platz. Und wir hören dann nicht auf nach dem Rückstand oder stecken auf, sondern versuchen einfach nur das Beste aus dem Spiel dann rauszuholen. Blicken wir nochmal voraus auf das Spiel am kommenden Samstag gegen den SV Sandhausen. Das waren letztes Jahr zwei Spiele, gerade auch an der Bremer Brücke mit einer roten Karte für Pippo Kühn nach einer Elfmeterentscheidung, wo er die Linie wohl angeblich zu früh verlassen hatte. Das war so ein bisschen kibbelig. Gegen Sandhausen ist es für meinen Geschmack nie einfach zu spielen. Auf was für ein Spiel stellst du dich ein am kommenden Samstag? Was glaubst du, was wird das für eine Partie? Ja, ich habe persönlich noch nicht gegen Sandhausen gespielt. Also ich weiß, erwarte im Moment noch nichts, aber ich hoffe, dass wir jetzt, natürlich sind wir ungeschlagen, aber jetzt mal wieder 3 Punkte einzufahren, wäre auf jeden Fall auch sehr schön. Glaubst du, deine Chancen auf einen Startelf-Einsatz sind mit dem Tor gestiegen? Darüber habe ich jetzt noch nicht nachgedacht, aber es kommt, wie es kommt. Und wenn ich dann von der Bank komme, probiere ich es trotzdem weiterhin gefährlich zu sein und dem Team dann zu helfen. Für mein Dafürhalten genau die richtige Einstellung. Luke, vielen Dank für das Interview am Tag nach dem Spiel und schon jetzt viel Erfolg für den Brückentag gegen Sandhausen. Ja, danke schön.